Hä, hey, was? Ja, wo ich hin muss. Ja, das ist Redetag. Okay, ganz schnell. Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr fragt euch bestimmt gerade, was wir machen. Ich sag's euch, ich nehme... Nach 600 Metern den zweiten Fahrstreifen von rechts benutzen, um Ausfahrt B44 Richtung A3 Würzburg zu nehmen. Danke für die Info, liebes Navi. Ausfahrt. Hast du gehört? Hier lang, ne? Ja, warte. Wir sind gerade auf dem Weg zum Trendy-Konzert. Nach Offenbach mit der lieben Cheyenne, wie ihr schon sehen konntet. Mein Fahrer heute. Und ja, da nehmen wir euch jetzt mit. Und richtig? Ja, gell? Ja, denk schon. Wir müssen gleich nochmal aufs Navi gucken, weil ja, deshalb mache ich das wirklich ganz kurz. Wir nehmen euch mit, zeigen euch heute das Konzert. Wir freuen uns mega auf Trettmann, wir sind riesen Trettmann-Fans. Und den Kreisverkehr verlassen. Was ist das für ein Kreis? Okay, ich muss jetzt aufhören, weil ich jetzt Cheyenne Navi gehen muss, beziehungsweise richtig, ja. Und bis nachher dann. Nach 500 Metern. Ja, hi, wir stehen gerade in der Schlange für Trettmann und die sind dezent lang, aber hoffentlich sind wir gleich drin und ja, wünsche uns Glück. Eigentlich ist es schon nach 19 Uhr. Der vor, wie heißt das nochmal, der Typ, der vor Wind war? Schulwagen. Der spielt schon, aber egal und ja. Leute, wir sind jetzt in der Halle. Also Leute, wir haben jetzt mittlerweile schon nach 1:30 nachts. Ich bin total fertig, geht's dann auch ins Bett. Also wir kamen schon vor 2 Stunden nach Hause, aber ich habe mir jetzt gerade auch schon die ganzen Videos und Bilder angeschaut vom Konzert und ohne Witz, diese ganzen Aufnahmen zeigen einfach nur im Geringsten, wie krass dieses Konzert eigentlich war. Also ohne Witz, das können eigentlich Videos und Bilder gar nicht beschreiben. Aber natürlich werde ich diesen Vlog trotzdem posten, einfach um euch vielleicht doch einen kleinen Einblick zu geben, wie es war. Ich fand es auf jeden Fall richtig geil. Ich bin zwar jetzt total fertig und müde und will einfach nur noch in mein Bett,
Aber ich kann wirklich sagen, also ich wusste ja schon davor, also zumindest für mich, weil ich Trettmann schon ziemlich lange höre und ja jetzt auch sein neues Album seit September, als es rauskam, wirklich am Durchsuchten bin und es wird einfach nicht langweilig, was für mich schon viel zu heißen hat, aber ihn heute auch nochmal live zu sehen, hat einfach nur für mich bestätigt, dass er wirklich einer der besten, wenn nicht sogar der beste deutsche Künstler meiner Meinung nach für mich ist. Und er ist einfach so ein krass guter Mensch. Das klingt jetzt voll blöd, ich meine, klar, ich kenne ihn nicht persönlich, aber so, wie er sich auch uns auf der Bühne gegenüber präsentiert hat, so voll bodenständig und einfach mit uns auf einer Wellenlänge, auf einer Ebene, wenn man so sagen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht, aber auf jeden Fall, ich weiß nicht, ich finde ihn einfach so krass. Ich liebe seine Musik, auch was Kitschkrieg da raushaut, wirklich, also an Beats und die Melodien sind einfach krass und ich feiere es einfach total, weil man auf ihn so abgehen kann, aber andererseits hat er dann auch wieder voll die emotionalen Lieder, die er einfach durch seine unverwechselbare Stimme so wunderbar macht und ja, sorry, wenn ich jetzt ein bisschen fangegirlt habe, aber ich hoffe einfach, dass euch dieser kurze Einblick in das Konzert heute gefallen hat und wenn ihr mehr von solchen Vlogs sehen wollt, dann lasst dem Video doch einen Daumen nach oben da und schreibt gern in die Kommentare, wenn ihr noch Videovorschläge habt. Also ich sag dann jetzt mal gute Nacht, auch wenn vielleicht okay oder sonst wann auch immer ihr das Video seht. Guten Morgen, guten Mittag und bis zum nächsten Mal. Ciao!